befinde mich hier in Köln-Ehrenfeld, nahe der großen Zentralmoschee, die heute von Präsident Erdogan eingeweiht werden soll. Und hinter mir ist einer der wenigen Zugänge, denn das Gebiet ist großräumig abgesperrt worden. Das Sicherheitskonzept, was der Moscheeverein DITIB vorgelegt hat, ist abgelehnt worden von der Stadt Köln. Das heißt, es kommt nur noch rein, wer eine offizielle Einladung hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass Präsident Erdogan sehr umstritten ist. Es hat aber auch damit zu tun mit der Geschichte, die diese Moschee für die Stadt Köln hat. 15 Jahre lang die Diskussion, Streitigkeiten während des Baus und die Frage, ob diese Moschee eine Bereicherung für die Stadt ist oder das genaue Gegenteil, nämlich das Symbol für einen politischen Islam, der Macht für sich beansprucht. Und die Frage wird auch sein, welche neuen Gräben hier aufgerissen werden. Teile der Stadtbevölkerung, die sich sehr für die Moschee eingesetzt haben, befürchten nämlich, dass alte Wunden wieder neu aufgerissen werden. Ich bin nicht dabei bei der Eröffnung, sondern ich bin draußen auf der Straße. Und das ist auch gut so, weil ich nicht als Statist bei einer feierlichen Eröffnung unserer Moschee, wie ich so sagen, pflege, durch den Herrn Erdogan dabei sein möchte. Manchmal fühlt man sich ja auf exterritorialem Gebiet. Das ist nicht der Fall. Da legen wir Wert darauf. Und heute müssen wir feststellen, dass ein Herr aus Ankara meint, ein Sultan, wo es jetzt lang geht und der bestimmt sozusagen, wann, wie, was läuft hier. Und das ist traurig. Aber ich denke, nicht alle Menschen, die hier friedlich zusammenleben wollen, also Menschen muslimischen Glaubens, wollen auch weiterhin mit den anderen Menschen hier empfehlen, gemeinsam arbeiten, leben. Und dann muss man auch diesen dünnen Faden, den es noch gibt, als Verbindungsglied wieder langsam festigen. Und daraus wieder ein robustes Seil machen. Das wird schwer sein, aber morgen geht es weiter. Dann werden die Scherben, die dieser Herr produziert hat, was er hier zerdeppert hat, die werden dann aufgekehrt und dann müssen wir weiter gucken. Ich bin hier geboren, aber halt meine Familie kommt überwiegend aus der Türkei. Meine Eltern sind dort geboren. Ich habe zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, ich fühle mich auch wohl hier und ich bin auch sehr integriert. Ich besuche noch die Schule. Ich mache dann hoffentlich dieses Jahr mein Abitur. Aber weil halt ein Teil von uns gehört immer noch der Türkei, weil wir sind, hier sind wir die Türken und dort sind wir die Deutschen. Das ist ein Fakt. Deswegen ist man hier zu Hause und dort. Deswegen ist er auch in meinen Augen, Merkel ist meine Präsidentin und Erdogan ist auch mein Präsident. Auf dem kurzen Weg hierhin jetzt schon mit Anti-Erdogan-Schildern und Plakaten wurden wir schon sehr beleidigt. Es wurde uns gedroht, es wurde gesagt, wir dürfen hier nicht hin, wir werden verprügelt damit. Dass hier so viele Pro-Erdogan-Anhänger sind, hätte ich niemals gedacht. Ich glaube, wir sind jetzt 10 Leute, 15 Leute. Eigentlich habe ich dafür keine Erklärung, weil ich auch mit was anderem gerechnet habe. Ich hätte gedacht, dass hier mehr Leute hingehen und sagen, du hast hier nichts zu suchen und wir wollen dich hier nicht. Sagen wir mal so, die früheren Politiker in der Türkei, wegen ihren Fehlern sind wir hierhin ausgewandert, beziehungsweise meine Eltern. Und da meine Wurzeln auch da liegen und da ich auch sehe, dass die Türkei vorangeht, will ich natürlich nicht mehr, dass auch andere Türken von ihrem Land ausgerissen werden müssen und in einem anderen Ausland arbeiten sollten. Da die Wirtschaft auch für mich also in Schwung geht, deswegen wähle ich den, deswegen bin ich auch ein Anhänger von denen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ich würde gerne in die Türkei gehen, aber es ist schwer. Es ist auch schwer, wenn ich jetzt in eine andere Großstadt umziehen würde. Aber die Gelegenheit, wenn ich hätte, ja. Weil ich habe jetzt drei Kinder, es ist immer schwer für die natürlich.